Pokémon-Jungs und andere, die unter Arschwasser leiden. Meine Art von Gönnergy. Mein Schmerz ist massiv, aber dafür auch meine Gurke. Anyway, heute testen wir die Geduld von 5L-Spieler. Also wenn es euch gefällt, Like, Abo und natürlich euer Lieblings-Facebook-Zitat kommentieren. Meiner ist: Manchmal habe ich das Bedürfnis, bestimmte Leute eine scheiße Bärchenwurst an die Stirn zu klatschen. 5L. Okay, Jungs, welchen Server soll es heute sein? Da 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 dam, da dam, da dam, da dam, da dam, da 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 da. Kurze Frage. Wer von euch kann es behaupten, so sein Headset tragen zu können? Guck mal, ich trage es nur ganz an der Spitze. An der Spitze, Digi. Ich weiß nicht, zu was ich in der Lage wäre. What am I gonna do? Baby! And I'll say, oh, I'm shit! Ich hab das Timing verkackt. Oh, ich lebe. Ein slow as fuck, boy. Entschuldigung, Sir. Haben Sie zufälligerweise ein Auto oder sowas? Nee, ich hab gerade versucht, auch eins auszupacken, aber meins, glaube ich, ein Abschlepper. Dann lass uns mal den Typen da hinten fahren. Der ist bestimmt nett genug. Warum trägst du eigentlich deine Sonnenbrille auf deinem Hinterkopf? Damit mein Hinterkopf keinen Sonnenbrand kriegt. Verstehe, verstehe. Entschuldigung, Sir. Sie sehen uns zwei arme Schlucker in ihrem Mercedes-Benz und fragen uns einfach nicht von sich aus, ob sie uns irgendwo hin mitnehmen. Also ich finde das persönlich ganz schön abwerfend. Color ist hier Maybach S650. Sag mir, what color? Ganz sicher nicht Import. Also da steht schon mal fest. Ich habe gefragt, welche Farbe nicht import. Wir haben einen gottverdammten Andrew Tate möchte gerne hier. Okay, sorry. Ich will bei ihm nicht mitfahren. Ah! Der arme Herr. Ja, ist so. Hat mir jetzt die ganzen Kniescheiben aufgeschlüpft wegen dem. What color? Keine Ahnung, aber die Farbe meines gottverdammten Maybachs? Sie fragen, welche Farbe mein Maybach hat? Sie fragen, welche Farbe mein Maybach hat, hä? Ich konnte die Farbe nie sehen, der Arsch deiner Mutter hat die verdeckt. What color ist im Maybach? Ja, ja, aber mit welchen Augen guckt dich deine Mutter beim Familienessen an, Digga? Das kann ich mir nicht anschauen, Digga, ist ja widerlich. Lieber bin ich arm und hab meine Mutter direkt am Familienessen neben mir sitzen. Oh, der ist weg. Ja, gut, müssen wir wohl laufen, wa? Ja, ne, dann Sport ist angesagt. Dann hat Gott mir ein Zeichen gegeben, ich bin so fett. Ich konnte mir keine richtigen Schuhe leisten, ich habe die Müllsäcke genommen. Umweltverschmutzung ist plötzlich nicht mehr so wichtig, wenn deine Füße wehtun, weißt du? Ist auf die Umwelt. Wir sollten demonstrieren gehen eigentlich. Ich habe schon einen perfekten Slogan, ja? Was sagst du? Sie können uns die Müllsäcke nehmen, aber nicht den Stolz. Stark. Jetzt geht's los. Gegen die oberen 5%. Sie können uns die Müllsäcke an den Füßen nehmen, aber nicht den Stolz. Keinen interessiert. Halt's Maul, Schnösel. Trink deinen 5000 Dollar Wein weiter, der 68 Jahre gereift ist und trotzdem scheiße schmeckt. Wir einfach ein Loch in den ihr Auto schießen. Wir gegen Frauentratsch. Der Frauentratsch braucht keiner. Ihr könnt euren Frauentratsch woanders drehen, aber nicht hier. Hey, tratschende Frauen sind nur wie quatschende Küken. Fresse. Wir gegen Bauchfrei bei fetten Leuten. Stören, also. Oh, Frauen, die lästern. Wir gegen Frauen, die lästern. Ja, also, was ist mit dir? Halt, stopp. Hey, wir gegen Sims. Wir gegen Sims. Du kannst der Frau woanders den Schwanno lucken. Wir gegen künstliche Hüften. Künstliche Lippen. Dicke Lippen. Wir gegen peinliche Frauen, die dicke Lippen von Katja Karasowitsch singen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute manchmal nicht wissen, dass ich absolut keine Beleidigung ernst meine und das nur im RP-Technischen, wisst ihr? Ich kenne euch nicht mehr persönlich. Warum sollte ich euch beleidigen? Ich liebe euch alle, aber ich mache das alles nur zu meinem Spaß und Belustigung. Das ist meine Art von dem Spiel, wisst ihr? Ah, moin, moin. Wollen Sie kennenlernen, oder? Verpiss dich, du Golddigger, das ist mein Mann. Wir gegen die oberen 5%. Ja, du meinst mich? Was hast denn du für einen ekelhaften Geschmack? Geh mal weiter, Digga. Ist ja widerlich. Du stehst ja nur auf die Abfallmänner wie mich. Abfallmann. Hilfe, die will den Müllmann. What the fuck? Hilfe, das ist eine Frau, die mich belästigt. Ich hab Müllsäcke an den Füßen und sie sagt, sie findet das gut. Abfallmann, bleib stehen. Bleiben Sie mal bitte stehen. Was für ein Chetra haben Sie da in der Hand? Das ist Protestieren gegen unnötigen Personenkontrolle, wissen Sie? Ich habe jetzt von vielen Personen gehört, dass sie gegen Frauen protestieren. Ich habe nicht gegen Frauen protestiert, sondern eigentlich nur gegen Polizisten, die eine Personenkontrolle durchführen, die sie nicht machen sollten. Der ist selber da? Atme mal durch. Ja, er ist da. Er existiert. Es existieren Menschen. Er hatte halt gerade seinen Anime-Main-Character-Moment. Lass ihn. Wogegen genau? Gegen alles, was mich stört, um ehrlich zu sein. Gegen Frauen anscheinend. Nein, nicht gegen Frauen. Gegen weißhaarige Frauen mit weißen Anzug und so. Das ist leicht rassistisch. Wenn sie weiße Haare hat, nein, nein. Dann soll sie das tragen. Was hat sie denn gegen die Farbe schwarz, gelb, lila oder alle anderen? Er sagt, dass sie was dagegen hat. Sie trägt's eindeutig nicht. Magst du auch dagegen protestieren, wie die Zellen aussehen? Ich protestiere auch gleich gegen Goaties. Die umzingeln einfach den Bereich, wo du nämlich arschlägst. Dann ist die Situation wohl aufgelöst. Dankeschön, schönen Tag euch noch. Die Polizei ist inkompetent. Wir protestieren gegen die Polizei. Wenn ihr euch jetzt nicht entspannt, dann reicht's jetzt einfach, Junge. Wir gegen Leute, die sagen, es reicht. Ah! Hey, hey! Hör auf jetzt, hör auf jetzt. Hey, du machst dasselbe wie ich, das ist unfair. Damit ich das runternehme, geh mal runter von der... Habt ihr gedacht, ich schreie bei sowas? Ihr wollt mich hier irgendwie provozieren oder was? Ich hab frischer Schlag freigeschaltet, ihr dummen Wichser! Okay. Ich hab eine Frau geschlagen und es fühlte sich gut an. Wir gegen Küchenobjekte. Das musste sein.
Troller. Oh, was? No! Ich bin Troller. Holy shit, nein. Boah, ich war schon lange nicht mehr auf Supremo City. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch gebannt war. Ich will nicht auf Furious City. Ich habe Furious City nie ausgewählt. Habe ich auf Furious City nicht sogar schon die Einreise gemacht? Beten, wie es da ich gemacht habe. Evolutionieren wir uns zurück oder so und lassen ab sofort Geld für schlechte Lieder erstellen? Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Tweetos-Box. Ja, ich weiß nicht, was ich wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Keine Ahnung, 5M, ich weiß ja nicht. Entschuldigung, Herr Mann mit dem Pferdeschwanz. Ja, schönen guten Tag. Ich wollte fragen, ob man hier die Einreise machen kann. Ja, können Sie gleich bei mir machen, kleinen Mann. Da hinten kommt nämlich schon der Zweite. Der wurde gerade eben bestochen. Aber nicht sagen, Digi. Nee, ich halt mein Maul. Schönen guten Tag. Sie haben da noch ein bisschen Soße am Seitenrand vom Mund. Aber lustig wäre schon, wenn er sich über die Lippen lecken würde damit. Verstehe ich nicht. Ich möchte nicht Witze über ihn machen. Ich glaube, das hat eine geistige Einschränkung. Mein Herr hinter mir. Ihr hört mich, richtig? Ja, wir hören Sie. Oder Ravi ist gerade nicht, dass Sie hier vor mir alles, jedes zweite Wort, ich höre Sie nicht, wahr? Hä? Hi, ha, ho. Sir, ich möchte jetzt nicht irgendwie böse wirken, aber hören Sie genau hin, wie er redet, ja? Woher kam der Herr denn her? Von wo ist er eingereist? Der soll doch mal wieder zurück. Ey, bist du ausländerfeindlich oder was? Nein, ich bin selber einer. Ich komme Mittlerer Osten. Oh, verstehe. Okay, dann darf er das. Ich hab darauf keinen Herrn, so eine Scheiße. Sie wissen schon, dass er eventuell eine gewisse geistige Einschränkung hatte. Wenn man eine geistige Einschränkung hat, ist für mich jeder Mensch gleich. Ob oder auch ohne. Ist scheißegal. Deswegen mache ich keine Einreisen normalerweise, Digga. Der Mann mit dem Pferdeschwanz ist nie wieder aufgetaucht, der gesagt hat, ich mach gleich. Entschuldigung, Ihr Kollege oben braucht, glaube ich, ein bisschen Unterstützung, weil da sind mehrere Leute jetzt und ich glaube, einer alleine kriegt das nicht alles hin. Ich bin noch neu in dem Geschäft, ich muss mir das Ganze heute erstmal anhören. Aber Sie können mir ja schon mal hier im Personalausweis zeigen. Ja, okay, da haben wir, glaube ich, ein Problem. Oh, warum das denn? Da muss ich kurz jemanden holen. Nils, lass dir mal bitte den Ausweis zeigen, da stimmt was mit dem Namen nicht, das geht nicht, das hätte ich gesagt. Hier, so, jetzt hat. Wirkst du denn schon mal nicht irgendwie Sackhaar oder so, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Nein, ich heiße nicht irgendwas mit Sackhaar, das ist unprofessionell. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Ghana. Was? Das ist Südafrika. Die sind gar nicht braun. Das ist erst ein bisschen rassistisch auszugehen, dass jeder Südafrikaner actually eigentlich braun ist. Elon Musk ist auch Südafrikaner. Doch, Elon Musk und nicht Henrikulus Gulukulu. Oh, sorry, Elon Musk, der einzige weiße Mensch in Südafrika, oder was? Wo genau, aus Ghana? Also, ich komme persönlich aus Kapstadt. Aus Ghana oder Kapstadt? Warum sagen Sie die ganze Zeit Ghana? Das ist sehr rassistisch auszugehen, dass Afrika nur ein Land ist. Sie haben mir gesagt, dass Sie aus Ghana kommen. Nicht Ghana, jetzt hören Sie auf wie Ghana, Südafrika. Ghana war ein Spaß. Südafrika ist das wirklich, wo ich herkomme. Dann mache ich jetzt keinen Spaß und würde Sie bitten, erstmal Ihren Namen zu ändern. Okay. Die Einreise, ne? Wir müssen ja gucken, wer macht hier Faxen, wer macht hier keine Faxen. Ja, ich habe Spaß gemacht. Ich dachte, er kommt an, aber wie oft muss ich mich denn noch verbessern, damit sie wissen, dass es Südafrika ist? Mensch. Wir müssen halt gucken, ob ihre Aussagen auch übereinstimmen, ne? Alter, Spaß ist ein Spaß. Ja, ich weiß nicht, wie viel da übereinstimmen kann. Ich muss anfangen, mit uns zu schreien. Verlangen wir genauso Respekt von Ihnen. Ich verlange auch Respekt zu meinem Mutterland. Hallo, Sie wollen mir einfach, dass ich meinen Namen Ghana, ich bin zu Ghana! Mein Gott, ich habe ganz kurz meine Ruhe verloren. Es tut mir leid. Aber ich komme aus Südafrika daher. Wenn Sie schon hier schreien, was machen Sie denn raus? Es tut mir leid, wenn ich hier schreie, nur weil eure Inkompetenz ein bisschen langsam hochsteigt. Scheiße. Oha, du wurdest aus der Einreise entfernt. Das ist so ein Scheiß-Server. Wir nehmen das ernst und Gulukulu ist halt kein ernster Name. Sorry, dass ich nicht Fred Mauerstein oder so heiße. Ich schwitze unter den Achseln. Renegade Life, ich habe mich lange nicht drauf getraut. Es war ein traumatisierendes Erlebnis. Lock auf deinen Kopf, wenn der Gomme-Mode angeht. Entschuldigung, sind Sie blind? Nein, warum? Ich frag nur so, also ich wollte jetzt nicht vorurteilhaft wirken. Ja, meine neue Girlfriend. Sir, du musst nicht so flexen, nur weil du eine Frau hast. Ey, soll ich dich jetzt knallen oder später, Digga? Halt deinen Schnauze neben mir, Digga. Halt einfach deinen Schnauze fürs Kajo, Digga. Höchstpersönlich, Digga. Übrigens muss ich nicht mit meiner Freundin prallen, damit ich etwas von mir halte. Verpiss dich von mir, Digga. Du musst dich nicht an meiner Schulter ausfallen, sondern bei denen deiner Freundin, deines Pokals, den du so schön ausstellst. Ausstelle den besten Headshot, der ever wurde bekommen hast. Ja, Digga. Ja. Hol deine Freundin, um mich zu besiegen, du Stück Scheiße hier. Ich brauche ein Pflaster, ich habe Schmerzen an meiner Seele. Komm raus, du Pussy, komm. Hä? Wer bist du? Na, der, wo du gerade beleidigt hast, komm doch! Achso, der mit seiner Freundin als Pokal. Hey Tony! Komm mal diesen Kaio an. Erklär dir mal, wer ich bin. Das ist Asi-Opium. Wisst ihr schon das Neueste, dass Asi-Opium ab sofort eine Freundin hat? Soll ich ihn jetzt kennen oder nachher? Knall ihn jetzt, dann hab ich Geld. Nice, professionell, sehr professionell. Pflaster. Auch diesen fetten McDonalds-Arbeiter da, ich weiß nicht. Was fetter McDonalds-Arbeiter? Ich habe nur Fakten genannt. Er ist fett, hat McDonalds auf dem Pulli und hat irgendwie so einen Bauarbeiter. Das ist nicht fett, guck hier. Wow. Irgendwie bist du immer noch ein bisschen fett damit. Ey. Ich brauche ein Pflaster. Guck mal her. Ich wurde gerade geschlagen. Haben Sie auch ein Pflaster für meine Wunden in meiner Seele? Bro, welche Pflaster für Wunden in der Seele, Bruder? Haben Sie einen Therapeut oder so?
Er hat mir gerade eben einfach in den Hinterkopf geschlagen. Das war ein stabiler Nackenklatscher. Das ist auch eine wundernde Seele. Da sagt einer, er will Pflaster für seine Seele. Was labert der? Entschuldigung, die Dame. Sie können mir doch bestimmt helfen. Was willst du? Oha, sei mal nicht so genervt. Was habe ich dir getan? Ich wollte nur fragen, ob sie mir helfen können. Ja, was willst du jetzt? Ja, Mädel, ich will erstmal, dass du runterkommst, einen tiefen Atemzug nimmst, ja? Du bist gerade hier oben und du solltest gerade hier runterkommen, weißt du, ein bisschen. Der baggert gerade deine Freundin an. Das ist nicht baggern, das ist belehren. Die Frau braucht eindeutig Erziehung. Ja, und neuen Friseur auch, Digga. Was denkst du, wer du bist? Dornröschen oder was? Als Maul, du platzt aus deiner Jeans. Ich würde dir gerne ein bisschen weg vom MD. Aber stehen bleiben. Wow, wunderschönen guten... Ich muss kurz warten, deswegen, damit die da weggehen, dann kann ich wieder drauf. Neuer Versuch. Easy peasy lemon squeezy, Diggi. Da kann ich einmal ganz kurz mich umziehen, weil ich glaube, das werde ich machen müssen, damit ich auch nicht mehr einfach so schnell erkannt werde und nochmal zu denselben Leuten kann, weil die waren ein bisschen gefangen. Gleich geschafft, Henry. So, mit Schuhmasken war es ja nicht, das war Brillen. Es war keine Brillen. Kann mir nur mehr Brillen kaufen. Ist es eine Maske? Nein, es ist gar nichts von beiden. Es klebt mir einfach nur im Kopf. Okay, dann ist es das Zeichen. Sie soll mich kriegen, wenn es sein muss. Entschuldigung. Kaio, deine Füße fehlen. Ja, ich weiß, ich habe versucht, das alles zu ändern. Allerdings, es funktioniert nicht. Hast du dein erstes Auto schon geholt? Weißt du, dass du Schnösel mich noch fragst nach meinem Auto, ist wirklich unglaublich. Du bist doch sowieso schon unter die Top 5%, weißt du? Wieso 5%? 1%? Nein, Top 5% steigere dich mal nicht so hoch, okay? Das sind doch ganze 4%, die du aufholen musst. Für was muss ich das aufholen? Damit du zu den Top 1% kommst, so wie du es dir wünschst. Bin ich aber. Du bist in den Top 5%. Spiel dich mal nicht so auf. Ja, guten Abend. Kann das sein, dass die vorhin schlafen gegangen sind? Nein, ich war die ganze Zeit wach. Warst du derjenige mit der haarigen Frau oder was willst du von mir? Nein. Halt dich mal lieber maskiert, passt besser zu dir. Entschuldigung, sie wollen mir jetzt nochmal drohen oder was? Sie sind gerade eben mitten im Dienst. Du knallst dir niemanden außer deine haarige Frau. Du kannst den Yeti ja gerne flachlegen. Ich knall diesen Hund unter Sonne, okay? Sir, ich wollte nur von dir ein Pflaster eigentlich. Hier ist dein Pflaster genug? Hey, das ist dein Job und ja, wenn sonst will ich dein Vorgesetzten, Kollege. Hol mal deinen Vorgesetzten, hallo? Sir? Ah! Lauf weggekommen! Sir? Tja, das ist mir ein bisschen jetzt Latte Macchiato bei dem, der mit seiner haarigen Yeti-Frau. Schick mal deinen Vorgesetzten her. Ich war zu lange hier. Du kannst ruhig deinen Braunbär wieder ein bisschen streicheln, wenn du willst. Komm mal raus, ich knall dich, komm raus. Nein. Bin ich so haarig wie deine Frau? Nein, du kannst mich später knallen. Komm. Komm doch rein, wir können doch eine zivilisierte Diskussion führen. Warum her? Ich weiß noch, dass sie da. Oh. Bronzgesicht. Du bringst Schande über deine haarige Frau. Mit meinem Kopf. Oh, du, er will auf Ernst, er will auf Ernst. Ich will deine haarige Frau schlage ich ins Jenseits. Also dieser Mann ist gerade mit einer Waffe hier reingeflüchtet. Ich will nur sagen, das überzeugt, dass ich stärker bin als er und deswegen muss ich nichts mehr beweisen. Ich schwör auf alles, ich knall dich. Du stehst so sehr aufs Knallen, ich weiß nicht. Ich kann dir ein bisschen Gillette-Rasierschaum schenken, wenn du willst. Kannst du auf deine haarige Frau schmieren und danach schön durchrasieren. Ah, da ist sie ja. Die Frau, die aus den Jeans plötzlich reißt. Komm jetzt raus, Hunson. Sir, deine Frau literally platzt aus ihren Jeans. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wallah, mir rechts, Digga. Ja, der Typ, der ist übelst frech, Digga, der redet über keine Ahnung, keinen Sinn oder so. Ist auch geil, ich bin einfach daneben bei dem Dealer. Die Neutralen. Patient für tot erklärt. Da kann ich sagen. Ey, das ist so krass. Oh Mann, okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Ich bin raus für heute. Ciao.